Willkommen, mein Name ist Abraham Okkult. Heute geht es um die bekannte Geschichte vom russischen Schlafexperiment. Viele von euch kennen es wahrscheinlich schon. Dieses Schlafexperiment hatte schreckliche Folgen für alle Teilnehmer, das zum Wahnsinn und auch dem Tod führte. Bis heute stellte man sich die Frage, ob es in Wirklichkeit geschehen ist oder eine einfache Fiktion der Creepypasta-Szene war. Ich versuche heute mit euch den Ursprung zu ermitteln und habe wirklich verstörendes Material aus einer russischen Psychiatrie gefunden. Wir fangen an. Das Experiment soll angeblich im Jahre 1940 von der sowjetischen Regierung durchgeführt worden sein. Die Versuchsobjekte waren politische Gefangene, die von einem Forschungsteam ausgewählt worden sind. 15 Tage ohne Schlaf haben die Gefangenen in einer Kammer verbracht. Ein spezielles Gas hat die Person stimuliert. In der Mitte des Raumes hang ein Mikrofon. Nur ein dickes Glasfenster diente als Einblick in die kranke Forschung. Der einzige Luxus für die Probanden war Nahrung, Wasser und eine Toilette. Jedem Einzelnen wurde die Freilassung nach dem Experiment versprochen. Die einzige Bedingung war das Durchhalten. Die Motivation schoss durch die Decke, auch wenn unter harten Bedingungen. Zunächst ging alles ruhig voran. Die Forscher konnten erstmal nichts Auffälliges entdecken. Doch nach einiger Zeit wurden die Gespräche der Probanden immer verstörender. Die Gedanken haben sich zu einem düsteren Aura entwickelt. 5 Tage später fingen grauenhafte Ereignisse an. Alles sah eher nach einer kranken Show aus, die sich aus paranoiden Verhalten und stummem Klang zusammengewürfelt hatte. Sie fingen an zu flüstern und verrieten Kameraden in der Kammer. Jeder wurde zum Feind erklärt, die Wissenschaftler wurden durch das seltsame Verhalten eher positiv überrascht. Gleich als Götter haben sie sich gefühlt, das spezielle Gas habe seine Wirkung voll ausgeschöpft. Am 10. Tag hatte ein Gefangener angefangen laut durch den Raum zu schreien, seine Füße waren mit Blut übersät durch das Gegentreten der Wand. Und so hielt sich das Verhalten für 3 Stunden, bis er seinen Stimmbänder durchriss. Keiner im Raum war dadurch beeindruckt, völlig gleich wurde der Mann behandelt. Das Flüstern hörte nicht auf, ein zweiter Proband fing mit dem gleichen Geschrei an. Das Fenster wurde mit nassen Buchseiten zugedeckt. Nach einer Zeit wurde es still im Raum. Die Forscher fingen an, sich zu wundern, da der Sauerstoffgehalt im Raum merkwürdig niedrig war. Ein Tag vor Abschluss des Experiments hatten sich die Wissenschaftler entschieden, zur Überprüfung die Kammer zu betreten. Durch die Lautsprecher wurde durchgesagt: Wir betreten jetzt die Kammer. Der Gefangene habe sich sofort auf den Boden zu legen, die Hände werden auf den Hinterkopf gelegt. Wer es nicht befolgt, wird umgehend erschossen. Durch das Mikrofon wurde nur ein Satz durchgegeben: Wir brauchen die Freiheiten nicht. Wir wollen hier ganz alleine sein und keiner soll uns stören. Am 15. Tag wurde das Gas abgestellt und die Stimulation somit unterbrochen. Frische Luft durchdrang die Kammer. Plötzlich fingen die Gefangenen an zu schreien und flehten die Forscher an, das Gas wieder beizufügen, als ob ihr Leben davon abhing. Die Soldaten traten ein und was sie gesehen haben, war mit nichts mehr zu vergleichen. Nur noch 5 Probanden waren am Leben geblieben. Aber ihr Zustand konnte man nicht mit einem lebendigen Dasein vergleichen. Das Lebensmittel wurde kaum verbraucht, der Raum war auf 10 cm überschwemmt. Die Abflussrohre wurden mit Sekreten verstopft. Die Körper der Überlebenden waren mit hängenden Muskel- und Hautfasern übersät. Nicht mal ein Zombie glich dieser Darstellung eines Untoten. Zahnlos und durchlöchert riefen die Probanden weiterhin nach dem Gas. Selbst erfahrene Soldaten weigerten sich, die Personen aus dem Raum zu holen. Es wurden Freiwillige gefunden, die sich um die Probanden kümmern sollten, aber sie waren nicht zu bändigen. Einen wurde die Hauptschlagader durchgebissen. Mit Resten von ein paar Zähnen, dem anderen wurde das komplette Oberschenkel ausgerissen. Ein Militärarzt konnte sogar mit den 10-fachen Morphiumdosis den Gefangenen nicht zur Ruhe stellen. 3 von 5 Probanden wurden in eine geheime Klinik gebracht, wo sie weiter untersucht wurden. Doch das Verlangen nach diesem Gas konnte nicht gesättigt werden, ganz gleich, was in sie reingepumpt wurde. Durch den schlechten Zustand deren Körper musste ein Not-OP durchgeführt werden. Doch leider wachte keiner mehr auf. Laut der Ärzte hörte das Herz sofort auf zu schlagen. Kommen wir mal zu der Schlussfolgerung. Wahrscheinlich wurde so ein Schlafexperiment niemals durchgeführt. Es war einfach nur eine sehr gute Creepypasta. Der Autor ist mir leider unbekannt. Schauen wir uns mal die Punkte aus der wissenschaftlichen Ebene an. Menschen, die 11 oder 12 Tage ohne Schlaf ausgehalten haben, wurden danach auf Kopf und Niere überprüft. Es wurden keine körperlichen oder psychischen Schäden festgestellt.
Aber vergessen wir das Gas nicht. Im Jahre 1940 gab es zwar schon biologische Waffen, aber von einem Gas mit solcher Auswirkung waren die noch Jahre entfernt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euer Abraham Okkult.